Hallo und herzlich willkommen zu den 99 Sekunden Games Planet News. Momentan regiert König Fußball, da passt die Meldung zu FIFA 17 hervorragend, das am 29. September erscheinen soll. Wie jetzt bekannt wurde, entsteht der neue, geplante Story-Modus in Zusammenarbeit mit den Mass Effect-Entwicklern. Wir enthüllen weltexklusiv, dass es dabei um einen jungen Fußballspieler namens Shepard geht, der mit seinem Raumschiff ein altes Artefakt der Proteaner bergen soll. Ja. Oder so ähnlich jedenfalls. Ein neues Video zu Mount & Blade 2 Bannerlord zeigt jetzt, wie im Mittelalterspiel die Belagerungen ablaufen. Die Fans hoffen natürlich auf Rittersport vom Feinsten. Der Titel erscheint allerdings erst 2017. Die Vorgänger gibt's dafür bei Games Planet übers Wochenende besonders günstig. Link siehe Videobeschreibung. Eine lustige Anekdote gab's vergangene Woche im Zusammenhang mit dem Heldenshooter Overwatch. Einige Profizocker verpetzen eine Spielerin bei Blizzard, weil diese ganz offensichtlich als Cheaterin unterwegs war. Bei einer intensiven Überprüfung stellte sich allerdings heraus, dass die 17-jährige Koreanerin einfach verflucht gut ist. Und zwar so gut, dass sie sogar Morddrohungen erhielt. Zwei der geschockten Herren waren nach den falschen Beschuldigungen wenigstens so konsequent, dass sie ihre professionelle Karriere beendeten. Hahaha, ist das geil oder ist das geil? Ein erstes umfangreiches Gameplay-Video gibt es jetzt zu Civilization 6, das am 21. Oktober erscheint. Im Mittelpunkt das schaffe Häusle baue. Jetzt noch ein Ausblick auf kommende Woche. Am Dienstag, 28. Juni, erscheinen zwei Spiele. Zum einen Lego Star Wars The Force Awakens, zum anderen The Technomancer, ein Cyberpunk-Rollenspiel. Abschließend noch der Hinweis auf unser neues Videoformat High Five, bei dem Games Planet Mitarbeiter ihre Top-Spiele vorstellen. Damit könnt ihr euch nicht nur in puncto Spielehistorie weiterbilden, sondern auch was gewinnen. Was? Wie? Wo? Werdet ihr jetzt vielleicht fragen. Ein Blick in die Videobeschreibung hilft weiter, dort findet ihr einen entsprechenden Link.